So, an dieser Stelle wollen wir uns jetzt sozusagen die einzelnen Elemente von so einem makroökonomischen ABM mal genauer anschauen. Also sprich, was steckt da eigentlich drin? So ein paar Sachen sind schon angeklungen. Okay, es gibt da unterschiedliche Agententypen und so weiter, die interagieren dann miteinander. Das wollen wir uns jetzt mal im Detail angucken. Dabei, wie gesagt, wenn ihr jetzt die einzelnen Details per Review noch detaillierter nachlesen wollt, dann lest den Review in den Further Readings. Wenn ihr es für den Anwendungsfall konkret, ganz konkret sehen wollt, dann lest das Anwendungsbeispiel aus den Further Readings. Fangen wir an mit einem groben Überblick, ne? Der Punkt ist jetzt zunächst mal, so ein Überblick ist schwieriger als im Fall von DSGE-Modellen, denn es gibt hier keinen allseits geteilten theoretischen Kern, den wir genauso in allen makroökonomischen agentenbasierten Modellen finden, auch wenn natürlich die Modelle sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Es ist jetzt aber so, dass es eben verschiedene Familien von Modellen sozusagen gibt. Die sind dann in der Regel von demselben Autorinnen-Team designt, wobei Autorinnen-Team jetzt hier eigentlich ein Fehler ist. Ich kenne tatsächlich kaum einen Bereich in der Ökonomik, der so männerdominiert ist, wie die ABM-Community. Also es gibt nur ganz wenige Frauen hier. Also das sollte man vielleicht auch mal anmerken an dieser Stelle. Also in dem Sinne auch da viel Verbesserungsbedarf noch. In jedem Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es diese unterschiedlichen ABM-Familien gibt. Das heißt, sprich, wir haben jetzt einen Modelltyp, also so, was wir später zum Beispiel kennenlernen, diese Keynes-Smith-Schumpeter-Modelle. Und davon gibt es verschiedene Varianten, ne? Die unterscheiden sich alle. Zum Beispiel gibt es bei dem einen irgendwie noch einen Agententyp mehr, bei dem anderen geht es mehr um Klimadynamiken, beim anderen geht es mehr um öffentliche Fiskalpolitik, so ein Zeugs, ne? Aber so das Grunddesign ist ähnlich. Und da gibt es aber Unterschiede, je nachdem, welche Autorinnen das jetzt eben gebaut oder eben gebastelt haben, ne? Und das heißt, diese Familien sind ineinander recht ähnlich, aber untereinander unterschiedlich, wobei auch die Unterschiede zwischen den Familien, wie wir sehen werden, jetzt nicht allzu riesig, also nicht so riesig sind. Ne? Es ist nicht, dass alle komplett was anderes machen, aber es ist nicht so dermaßen ähnlich und konsistent, wie das bei den DSGE-Modellen gibt. Genau, also wie konkret die Agenten dann entscheiden oder interagieren, da gibt es jetzt keinen kompletten Konsens. Aber die Interaktionsprotokolle sind natürlich zum gewissen Grad ähnlich. In allen makroökonomischen Agenten gibt es so eine gewisse Ähnlichkeit auch, was die Agenten drin sind. Es gibt eigentlich überall Haushalte und es gibt überall Firmen. Bei den Firmen gibt es dann manchmal unterschiedliche Arten, bei anderen nicht. Es gibt dann agentenbasierte Modelle, wo Banken auch explizit drin sind, wo ein Finanzsektor explizit drin ist, und Regierungen und Zentralbanken. Man unterscheidet da jetzt vom Umfang so zwischen Small, Medium und Large Scale ABM. Also in Small Scale ABM hat man oft nur Haushalte und Firmen. Medium Scale ABM haben dann eigentlich auch immer noch irgendwie Regierungen, Zentralbanken, manchmal auch Banken dabei. Und Medium und Large Scale unterscheidet sich dann eben an dem Grad des Details, was da reingepackt wird. Also diese Large Scale ABMs haben dann wirklich oft Millionen von Agenten, die dann sehr genau angepasst sind an das wirkliche Verhalten. Da ist dann oft wirklich sehr, sehr schwierig noch durchzusteigen. Die werden dann halt so zu professioneller Politik-Simulation verwendet, zur Vorhersage, weniger jetzt wirklich um Verständnis zu generieren, weil die dafür einfach selber zu komplex sind. Deswegen ist auch der Fokus hier meist auf den Medium-Scale-Varianten. Es gibt dann auch das so als Vorbemerkung, es gibt ganz unterschiedliche Foci innerhalb der Literatur. Es gibt ABM, die sind ausschließlich für die kurze Frist gedacht, so ein bisschen wie die Real Business Cycle Modelle. Es gibt aber auch sehr viele, die sozusagen die kurze und lange Frist gemeinsam denken wollen, also wo sowohl Wachstumsprozesse als auch Business Cycles drin abgebildet werden. Und es gibt auch, wie bei den DSGE-Modellen, eben agentenbasierte Modelle für ein einzelnes Land oder für viele Länder oder in letzter Zeit gibt es zum Beispiel viele auch für so Währungsunionen wie die Europäische Union. Da gibt es eben immer mehr. Da gibt es verschiedene Varianten, die alle eben sich durch einen unterschiedlichen Konstrukt ausweiten. Im Folgenden jetzt, wie gesagt, einen groben Überblick über die einzelnen Elemente hier oben. Also würde jetzt einfach durch diese Elemente hier alle durchgehen und gucken, wie die miteinander interagieren und da einfach so ein paar Beispiel-Implementierungen geben und dabei jetzt auch direkt starten hier mit dem ersten Element, mit dem Haushaltssektor bzw. den Haushalten. Gut, starten wir also mit den
aushalten in einem agentenbasierten Modell. Haushalte bieten, ganz ähnlich wie bei DSG-Modellen, auf dem Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft den Firmen an. Die Haushalte, die keine Beschäftigung haben, also keinen Job abbekommen, bekommen in der Regel ein Arbeitslosengeld vom Staat, wenn es einen gibt, oder haben eben kein Einkommen, wenn es keinen Staat gibt. In den meisten Modellen ist es so, dass die Haushalte die Firmen besitzen, also dann sozusagen an deren Profite über Dividenden profitieren. Es gibt da hier Modelle, die sind mehr so in dem klassischen Sinne, wo es Kapitalistinnen und Arbeiterinnen gibt, wo zum Beispiel nur manche Haushalte Firmen besitzen und manche Haushalte arbeiten. Es gibt aber auch sehr viele Modelle, wo es diese Unterscheidung nicht gibt. Das heißt, hier haben wir einfach mehr so, deswegen finde ich es auch so, diese agentenbasierte Modellierung, ich würde sie nicht als Paradigma bezeichnen. Es gibt halt eben agentenbasierte Modelle, die sind mehr postkeynesianisch, es gibt agentenbasierte Modelle, die sind mehr klassisch, es gibt agentenbasierte Modelle, die sind mehr evolutorisch, und dann gibt es halt eben auch so Plurale, die verschiedene Ideen versuchen miteinander zu mixen. Sprich, man kann es nicht auf ein Paradigma festhalten, und das zeigt sich dann eben auch hier, dass es eben in manchen Modellen noch diese Unterscheidung zwischen Kapitalistinnen und Arbeiterinnen gibt und in anderen eben nicht. Was eigentlich überall der Fall ist, dass Haushalte Konsumgüter kaufen, weil sie das gut finden und gerne konsumieren, und dass das Einkommen, was nicht für Konsum ausgegeben wird, gespart wird. Wenn es explizite Banken gibt, dann wird es auf ein Girokonto eingezahlt oder für andere finanzielle Assets ausgegeben, zum Beispiel Staatsanleihen. In jedem Falle haben die Agenten da eine Möglichkeit, Vermögen zu akkumulieren. Ja. Und da ist natürlich eine zentrale Frage, was wir jetzt auch in den Wachstumsmodellen schon recht ausführlich diskutiert haben. Wie unterscheidet, oder also wonach bemisst sich die Frage, wie viel gebe ich für Konsum aus, wie viel spare ich und wie viel Konsum heute, wie viel Konsum morgen? Ne? Also wonach bestimmt sich, oder anders ausgedrückt, wonach bestimmt sich eigentlich die Gesamtnachfrage nach Konsumgütern in diesen Modellen? In DSGE-Modellen hatten wir das Ganze durch eine intertemporale Optimierung der Haushalte gelöst, wo wir einfach eine Nutzenfunktion spezifiziert haben und diese dann optimiert haben. Wir hatten auch da so ein zweistufiges Verfahren, wo wir erst gesagt haben, Trade-off zwischen Konsum und Freizeit, und dann Trade-off zwischen Konsum heute und Konsum morgen. In ABM gibt es auch ein zweischrittiges Verfahren, das ist aber ein bisschen anders. Da ist zunächst mal die Frage, wie viel Geld steht für Konsum zur Verfügung, also so die Bestimmung von einem sogenannten Konsumbudget, und dann im nächsten Schritt die Frage, für was genau wird dieses Budget ausgegeben? Das stellt sich vor allem dann, wenn wir in Modellen operieren, wo wir eben heterogene Konsumgüter haben. So, im Folgenden also starten wir mit einer Betrachtung der Bestimmung des Konsumbudgets, also diesem ersten Schritt in dem Zwei-Schritten-Entscheidungsverfahren. Ich bringe jetzt hier immer nur so ein Beispiel dafür, wie Haushalte das machen. Wie gesagt, verschiedene Implementierungen in den Further Readings, gibt es da mehr Alternativen. Ich glaube, wie man es allgemein schreiben kann, ist, dass man hier den Konsum von Haushalt, also das bedeutet hier, wir haben hier Haushalt H zum Zeitpunkt T, und dessen Konsum, der ist gegeben durch hier zwei Parameter, jeweils multipliziert mit diesen zwei Bestandsgrößen hier. Dabei gilt, dass die zweite Bestandsgröße, also quasi die hier, das ist das finanzielle Vermögen, also das, was der Haushalt angespart hat oder auf dem Sparbuch sozusagen liegen hat. Dieser zweite Teil hier, Humankapital ist vielleicht hier jetzt erstmal irreführend, also der Wert des aktuellen Einkommens, wobei häufig dieser Wert ins Verhältnis gesetzt wird, was man in der Vergangenheit eingenommen hat. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ja Konsummuster auf eine gewisse Art und Weise stabil sind, und selbst wenn unser Einkommen jetzt erstmal einen Schock nach unten bekommt, wir vielleicht trotzdem noch gewöhnt sind an unsere Konsummuster aus den Zeiten, wo wir höheres Einkommen haben, wir also eigentlich mehr ausgeben, als wenn wir schon immer dieses Einkommen gehabt haben. Also dieses typische Abstiegsding, ne? Also wir kriegen weniger Einkommen, aber haben uns noch nicht so richtig daran gewöhnt, dass wir jetzt nicht genauso konsumieren können wie früher. Also das ist ja sowas wieder so ein Ding, wo halt quasi Mikroannahmen auch auf empirischer Basis fußen. Dieser Lag, der bemisst sich danach, dass wir hier eben
von dem humanen Kapital sozusagen sprechen und nicht einfach von aktuellem Einkommen. Wenn wir sagen, wir betrachten das alles überhaupt nicht, wir haben irgendwie da keinen Lag in der Entscheidung und Erwartungen bezüglich zukünftigen Einkommens und Erinnerungen an vergangenes Einkommen spielen keine Rolle, dann würde dieser Punkt hier auf das aktuelle Einkommen zurückfallen. Und in jedem Fall haben wir hier diese beiden Parameter, die uns angeben, zu welchem Teil wir das verkonsumieren als Haushalte. Das heißt, sind dann sowas wie die marginalen Konsumquoten. Das heißt, insgesamt könnte man dann sagen, man hat hier den Konsum als lineare Funktion des Gesamtvermögens, erinnert uns so ein bisschen an die keynesianische Idee oder an die keynesianische Theorie. Wenn wir uns noch ein bisschen genauer angucken wollen, wie hier dieses finanzielle Vermögen zustande gekommen ist, das ist erinnert uns auch, oder also das kennen wir eigentlich schon, ne? Wir haben hier die Situation des Vermögens aus der Vergangenheit, was sich angespart hat. Das wird multipliziert mit der Zinsen, die wir darauf bekommen. Und es kommt dazu eben das aktuelle Einkommen und das, was es wird abgezogen, was verkonsumiert wird. Das heißt, das ist dann sozusagen das Vermögen, was wir in die nächste Runde mitnehmen. Ja. Und entsprechend korrespondieren die Ersparnisse auch einfach zur Differenz vom finanziellen Vermögen über die Zeit, weil sozusagen das finanzielle Vermögen ist das, was wir tatsächlich sozusagen dann zwischen den Zeitschritten mitnehmen. Das kann man dann auch noch weiter ableiten, indem man hier die Gleichung hier oben nochmal da unten einsetzt und hier eben nicht die quasi die Brutto-Sparquote, also 1,01 oder sowas nimmt, sondern die tatsächliche Sparrate 0,01, wenn es bei 1% liegt, und dann diese Gleichung auflöst. Ne? Also das ist, sage ich mal, die relativ allgemeine Formulierung dessen, wie das funktioniert. In manchen Modellen gibt es auch einfach gar keine Vermögensakkumulation, wo man sagt, okay, das spielt jetzt eigentlich gar keine große Rolle. In dem Fall wäre es einfach so, dass die Haushalte einfach alles verkonsumieren. Also das ist so ein bisschen diese sogenannten Hand-to-Mouth, Hand-zu-Mund-Haushalte, die nichts sparen, die dementsprechend auch keine Einkommen aus Vermögen haben, sondern die einfach ihr gesamtes Einkommen verkonsumieren. Solche Haushalte gibt es ja zum Beispiel auch in den Henk-Modellen, diese Hand-to-Mouth-Konsumenten darin. Eine Alternative, einfach um das nochmal so ein bisschen Beispiel dafür zu geben, wie in den erkenntnisbasierten Modellen sich auch an Mikroevidenz orientiert hat, ist, sind Modelle, wo wir eine gewisse wo wir so eine gewisse Vermögens-zu-Einkommens-Verhältnis haben. Ja, das ist gegeben durch hier einen Parameter. Und dazu gibt es noch einen zweiten Parameter, eine Anpassungsgeschwindigkeit. Und was wir dann haben, ist, dass wir die Ersparnisse des Haushalts zu einem bestimmten Zeitpunkt haben. Und das ist gegeben hier durch das gewünschte Einkommens-zu-Vermögens-Verhältnis multipliziert mit dem aktuellen Einkommen. Das ist sozusagen das Gewünschte in dem Sinne. Und dann nimmt man hiervon die Differenz zu dem tatsächlichen Vermögen, was man bereits akkumuliert hat. Und diese Differenz möchte der Haushalt auf Null bringen. Das heißt, er möchte so viel sparen, dass diese Differenz auf Null gebracht wird. Er tut das aber nicht sofort in der Regel, sondern hier gemäß der Anpassungsgeschwindigkeit, die eben durch einen Parameter angegeben wird. Das ist tatsächlich sowas, was auch auf Umfragenbasis und sowas immer wieder gefunden wird, dass das eigentlich eine relativ gute Repräsentation davon ist, wie Menschen sozusagen handeln. Also sie haben so eine Zielvorstellung, wo sie hinwollen, und dann gucken sie, wie schnell sie da sozusagen Schritt für Schritt hinkommen. Daraus ergibt sich dann eben, das kann man dann einsetzen, die Konsumgleichung, da ergibt sich dann folgendes Konsumbudget, und das wird dann eben verwendet im Modell. Das wird dann auch tatsächlich, in den agentenbasierten Modellen ist es immer so, je nachdem, wo der Fokus liegt, sind dann die Entscheidungsmechanismen teilweise extrem komplex. Also wenn man jetzt ein Modell hat, wo der Fokus wirklich darauf ist, realistische Konsumentscheidungen reinzubauen, wo dann andere Sachen stilisierter sind, da wird es dann häufig noch erweitert, dass man sagt, okay, es gibt so Konsumentenstimmungen, die sind jetzt in einer guten Stimmung oder in einer schlechten Stimmung, oder man ist jetzt in einer bestimmten Community, wo eine bestimmte Mode sich durchsetzt.
oder wo zum Beispiel Beschäftigte, die arbeitslos sind, weniger konsumieren als welche, die eine Arbeit haben, etc. Also wenn man jetzt sagt, man hat ein Modell, wo der Fokus wirklich auf den Konsumentscheidungen ist, dann wird es teilweise extrem detailliert. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie haben ein Modell, wo der Fokus eigentlich aus den Implikationen endogener Finanzmarktdynamiken ist, dann werden Sie hier wahrscheinlich nicht so große Details an den Tag oder so große Details implementieren, sondern vielleicht eher hier sowas in der Richtung wählen. Also da muss man sich halt immer fragen, welchen Grad an Detailwissen möchte man hier einbringen lassen. Aber was es halt ganz schön illustriert, ist, dass potenziell einfach erkennenbasierte Modelle sich sehr stark an so Mikroevidenzen auch aus anderen Disziplinen orientieren. Wie auch immer Sie das gemacht haben, Sie haben dann am Ende des Tages ein Konsumbudget und jetzt stellt sich die Frage, wofür wird dieses Konsumbudget ausgegeben? Und das ist natürlich besonders dann interessant, wenn es Modelle gibt mit heterogenen Konsumgütern. In dem zweiten Schritt, wenn dann also das Konsumbudget festgelegt ist, geht es darum, welche Güter werden gekauft. Wenn es nur ein homogenes Gut gibt, ist da natürlich jetzt nichts mehr zu entscheiden. Wenn es heterogene Konsumgüter gibt, dann entscheiden sich die Konsumenten in der Regel zufällig zwischen diesen Varianten. Wobei auch da es jetzt wieder sehr viele Details gibt. Hier zum Beispiel jetzt eine Formulierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Haushalt H Gut I kauft, ist hier jeweils die Exponentialfunktion. Wir haben hier einen Parameter und wir haben hier den Preis für das jeweilige Gut. Und dieser Parameter Delta, der ist ein Parameter für die Intensität des Preiswettbewerbs. Ne? Also die Größe von diesem Parameter bemisst, wie stark der Preiswettbewerb zwischen Firmen ist und welche Relevanz das für die Konsumentscheidungen von den Konsumentinnen haben. Und diese Formulierung hier mit der Exponentialfunktion stellt eben sicher, dass wir insgesamt quasi alle Wahrscheinlichkeiten auf 1 summieren und eben dann Güter, die einen verhältnismäßig geringeren Preis haben, eine verhältnismäßig höhere Wahrscheinlichkeit haben, von dem Konsumenten ausgesucht zu werden. Und je höher dieser Benefit für verhältnismäßig günstige Produkte ist, das bestimmt sich eben hier an diesem Parameter für die Intensität des Preiswettbewerbs unter der Annahme, dass die Qualitäten von den Produkten die gleiche sind. Auch hier gibt es wieder zahlreiche Erweiterungen, dass man zum Beispiel sagt, im Multiregionenmodell haben Leute eine leichte Präferenz dafür, dass sie Produkte aus der Heimatregion kaufen und so weiter und so fort. Tatsächlich ist auch wieder ein schönes Beispiel, diese Formulierung hier, die ist relativ weit verbreitet in der Marketingliteratur. Das heißt, auch da hat man jetzt gesagt, man für die Spezifizierung von den Annahmen orientiert man sich daran, was die Expertendisziplinen dazu jeweils sagen. Als nächster Schritt gucken wir uns an, wie ein Haushalt seine Arbeitskraft anbietet. Wir haben schon gesagt, die zentralen Aufgaben sind zum einen Nachfrage nach Konsumgütern, zum anderen Angebot von Arbeit. Hier ist es in der Regel so, dass ein Haushalt eine Einheit an Arbeitskraft anbieten kann und die Formulierung ist hier tatsächlich recht heterogen in den Modellen. Ne? Also in manchen ist es so, dass Haushalte einfach einen endogenen oder exogenen Reservationspreis haben und sie halt gucken, welcher Job wird ihnen angeboten von der Firma. Wenn der Lohn hoch genug ist, dann nehmen sie den an, wenn nicht, dann nicht. Auch hier gibt es wieder zahlreiche Details, in die ich jetzt hier nicht eintreten will. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person zum Beispiel das Arbeitsangebot von der Firma bekommt, das kann auf Beziehungsnetzwerken aufbauen. Also ob die Wahrscheinlichkeit ist dann zum Beispiel größer, wenn die Person jemanden kennt, der in dieser Firma arbeitet. Dieses ganze unvollständige Matching zwischen Firmen und Personen, wo es ja relativ eine große empirische Literatur gibt, gibt es zahlreiche Beispiele, wo das dann in den agentenbasierten Modellen entsprechend implementiert wurde. Und es gibt dann auch Modelle, wo die einzelnen Haushalte so spezifische Fähigkeiten haben. Zum Beispiel die Fähigkeit, mit den Kapitalgütern, die in der einen Firma verwendet werden, besonders gut arbeiten zu können. Das erhöht dann natürlich den Wert dieses Haushalts für diese Firma. Also hier ist tatsächlich einfach eine sehr breite Variante möglich, wobei auch die ganz einfache Variante, dass Haushalte einfach zufällig sozusagen einen Job bei einer Firma finden und die Wahrscheinlichkeit aber höher ist, wenn der Lohn höher ist,
Auch das gibt's. Also hier auch wieder, je nachdem, ob der Fokus des Modells darauf gibt, entweder recht einfache stochastische Lösungen oder eben recht komplexe, wo man auch irgendwie soziale Netzwerke mit einbezieht. Das Gleiche gilt auch für die Nachfrage nach finanziellen Assets so Small-Scale-ABM. Halten die Haushalte finanzielles Vermögen, wenn überhaupt, also gibt ja auch diese Hand-to-Mouth-Consumers, die überhaupt gar kein finanzielles Vermögen akkumulieren, aber wenn, dann eben in der Form von Bargeld, was sie bei sich sozusagen daheim horten. In allen größeren Modellen, und das würde ich jetzt mal sagen, gilt für einen Großteil, gibt es mindestens ein weiteres finanzielles Asset, im einfachsten Falle eben ein Girokonto, wo die Personen dann ihr Geld immer aufs Girokonto bringen, bei einer Bank. Aber sie können sich auch am Finanzmarkt zum Beispiel Aktien kaufen, wo sie dann Anteile an den Firmen in dem Modell erwerben, oder sie können sich Staatsanleihen kaufen etc. Also da gibt's ganz viele verschiedene Varianten, und je nachdem, was es für Assets gibt, kommen dann natürlich auch zusätzliche Einkommensquellen für die Haushalte dazu, ne? Also wenn jetzt ein Haushalt Aktien kauft, dann kannst du am Gewinn von der Firma teilhaben. Wenn es Girokonto hält, bekommt es entsprechende Zinsen von der Bank, genauso bei den Staatsanleihen und so weiter. Wenn es einen Finanzmarkt gibt, dann stellt sich natürlich immer die Frage auch, wie werden die Preise von diesen finanziellen Assets gebildet. In der Regel über so einen Clearinghouse-Mechanismus, also dass wir quasi so ein Orderbuch haben, in dem die Agenten dann sozusagen ihr Angebot reinschreiben und zu bestimmten Zeitschritten dann das Clearinghouse sozusagen die Orderbücher sozusagen matcht zwischen Anbietern und Nachfragern. Aber auch da gibt es bestimmte agentenbasierte Modelle, insbesondere die aus Genua in Italien, aus einem großen EU-geförderten Projekt, die sich da sehr stark auch an die Behavioral Finance Literatur bedienen und da teilweise schon sehr komplexe Finanzmarktmodelle sozusagen integrieren in ihre agentenbasierten Modelle, wo der Fokus dann natürlich sehr stark ist auf der Frage, wie können jetzt endogene Finanzmarktfluktuationen rüberspringen in die Realwirtschaft. Also hier bin ich jetzt nicht ganz so ins Detail gegangen, aber auch hier eben im Further Readings finden sich da weitere Details. Man kann das sehr einfach halten in agentenbasierten Modellen, man kann da aber auch sehr stark ins Detail in den einzelnen Aspekten, zum Beispiel hier bei der Nachfrage nach den finanziellen Assets gehen.